finde, Bewegung an sich ist für den Menschen ganz, ganz wichtig. Wer rastet, der rostet. Wer als Kind schon nicht so gern Sport macht, wird es später im Alter merken. Und daher sind die natürlich, die sich gerne und viel bewegen, was sie bei uns lernen, wie das funktioniert, einfach ein Vorteil. Die Kinder lernen bei uns eigentlich alles. Es wird über Gleichgewicht bis zu Orientierung, bis zu Körperwahrnehmung, alles immer in spielerischer Art und Weise trainiert, sodass die Kinder spielend auch da lernen, ihren Körper zu entdecken. Das ist so der Hauptpunkt, was die Kinder bei uns lernen. 1, 2, 3, 4, die Zwerge, das sind wir! Der Gerätepark ist dafür da, dass wir den Kindern Möglichkeiten geben, sich zu bewegen, sie aber kreativ noch eigene Ideen entwickeln können, was man da machen kann. Das ist halt ohne Eltern das Turnen, sodass sie wirklich mal frei entscheiden können, was möchte ich da gerne machen. Hier treffen sich Kinder, die sind im Schnitt zwischen 3 und 4 Jahren, treffen sich einmal die Woche zum Fußballspielen, weil sie Freude dran haben. Und es sind insbesondere Familien, die nicht zweimal die Woche zum Training möchten und am Wochenende zu Vereinsspielen, sondern wirklich auch Spaß an der Sache, die Möglichkeit haben, Fußballspielen zu lernen. Ich finde, in dem Alter muss man, denke ich, auch noch nicht in diesen Punktspielbereich gehen mit Wochenenden und Verpflichtungen. Ist für mich eigentlich so der Anreiz gewesen, einfach mal zu gucken, ob es überhaupt der richtige Sport ist für meinen Sohn. Aber also das, was Bjarne erzählt, ist immer ganz begeistert. Und wir fahren jetzt auch gleich nach Hause und dann will er wieder Fußball spielen. Die meisten Frauen kommen hier zum Sport, weil sie Kinder gekriegt haben und den restlichen Babyspeck wegtrainieren wollen. Die letzten 1-2 Kilo, die dann halt noch so überbleiben nach der Schwangerschaft. Wir machen jetzt 10 Minuten Warm-up, 7 bis 10 Minuten. Dann machen wir hier so circa 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining. Und danach ziehen wir eine Stunde Muskeltraining durch, wo wir dann nochmal so circa 10 Minuten abknapsen zum Entspannen und Relaxen. Vor 2 Jahren sind wir an den Start gegangen. Es gab einen Kinderkurs und 5 Erwachsenenkurse. Heute ist es so, dass wir 80 Kinderkurse haben, über 40 Erwachsenenkurse und bei einer Mitgliederzahl von rund 580 Mitgliedern, wobei der Löwenanteil die Kinder sind, das sind nämlich rund 420 Kinder. Die Kinder und auch Erwachsenen können jederzeit einsteigen, haben mehrere Probestunden, die sie kostenlos und auch unverbindlich nutzen können. Ein Anruf genügt, um mal zu hören, welche Kurse sind noch frei, welche können noch belegt werden. Wie gesagt, es ist eine Vielzahl, über 100 Kurse, da findet sich sicherlich ein passender Kurs.